Das Eis muss zwar noch aufbereitet, das Plexiglas noch kräftig poliert und viele Schlittschuhe noch geschliffen werden, aber die Eröffnung der Eishalle Sande steht kurz bevor. Am 6. und 8. Februar eröffnet die Eisfläche erstmals für alle Kufenflitzer. Am Sonntag, dem 7. Februar, findet dann ein Eishockey-All-Star-Spiel mit vielen ehemaligen Akteuren des EC Wilhelmshaven statt. Seit September wurde in der ehemaligen Tennishalle quasi Tag und Nacht gearbeitet, um der Region wieder eine Wintersportstätte zu geben. Künftig soll hier von Oktober bis April jeder seine Lieblingseissportart ausüben können, egal ob Eishockey, Eiskunstlauf oder Curling.